Hallo Welt, ich bin Thomas von Devolution und heute bauen wir diesen Lacktisch von IKEA so um, dass er zu einer coolen Service Station für Drucker wird. In meiner Fantasie sieht das so aus. Aber in Wirklichkeit werden es ein paar coole Rollen für die Füße sowie eine Schublade für das Werkzeug. Die Rollenadapter sowie die Schublade habe ich gedruckt und ich zeige euch, wie ich sie designt habe. Und zum Schluss bekommt unser kleiner Tisch noch ein tolles Logo, was sich die KI ausgedacht hat und was mit UForge gedruckt wurde. Ja, und jetzt geht's los! Wieso eigentlich so eine Service Station? Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn man mit Druckern hantiert, ist häufiger mal irgendwo ein Problem, sei es ein abgebrochenes Stück Filament oder ein kaputtes Kabel. Außerdem fahre ich gelegentlich die Drucker zwischen hier dem Studio und der Printfarm hin und her. Es ist einfacher, wenn ich den Drucker schieben kann und wenn er hier so auf einem Rolltisch sitzt, kann man ihn auch von allen Seiten aus erreichen. Wieso ein IKEA-Lacktisch? Ursprünglich hatte ich mir einige dieser sehr günstigen Tische, einer kostet gerade mal um die 10 Euro. Die hatte ich mir gekauft, um einen Enclosure für einen Prusa MK3S zu bauen. Daraus ist allerdings nichts geworden und die Tische können nun andersweitig genutzt werden. Zum Beispiel eben für unseren kleinen Drucker-Servicewagen. Was kostet der ganze Spaß? Das ist das Tolle an einem DIY-Projekt. Es ist unglaublich günstig. Die Rollen kosten im Viererpack nicht einmal 15 Euro, der Tisch kostet 10 und Filament und Druckzeit sind natürlich etwas abhängig davon, welches Filament ihr nehmt und was für einen Drucker ihr benutzt. Ich habe hier PLA Plus von Sunlu genommen und gedruckt wurden die Teile auf dem Bambulab X1C. Ach ja, und ein paar Schrauben und etwas doppelseitiges Klebeband schaden auch nicht. Was brauchen wir an Druckteilen? Für dieses Projekt benötigen wir 4 Adapter für die Rollen sowie eine Schublade. So habe ich jetzt diese Rollenadapter erstellt. Hier seht ihr es genau. Hier seht ihr, wie das Ganze nachher aussehen soll mit dem Rollenhalter. Das heißt, hier unten kommt die Rolle nachher dran. Und wie ich das gebaut habe, das zeige ich euch jetzt. Es fängt ganz einfach an. Wir messen einfach zuerst mal aus, wie groß überhaupt so ein Tischbein ist. Bei einem IKEA-Lacktisch sind das hier diese 50 mm. Das heißt also, wir haben 5 cm ungefähr. Und dann machen wir ein bisschen, nämlich in dem Fall 0,2 mm noch außenrum. Und wenn wir diese kleine Skizze erstellt haben, dann haben wir auch schon unseren Rahmen. Also da, wo nachher das Tischbein reinkommt. Das Ganze sieht so aus. Das Ganze einfach ein bisschen hochgezogen. Und um das Ganze zu verdeutlichen, das hier ist das Tischbein in Originalgröße übrigens. So, und das bedeutet, hier unten kommt dann der Rollenadapter ran. Dafür brauchen wir jetzt eine zweite Skizze. Die sieht so aus. Eigentlich auch sehr einfach. Wir haben also hier das Original-Tischbein. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier den Rahmen von dem Tischbein haben, also quasi unsere Stütze, damit auch das Tischbein auch fest sitzt. Und jetzt brauchen wir Löcher, die habe ich ausgemessen, dass sie genau die gleichen Maße und Abstände hat wie die Rolle. So, jetzt ist es aber so, wie ihr seht, die Rolle hätte jetzt die ganzen Löcher unter dem Tischbein. Das wollen wir nicht, weil wir wollen nicht in das Tischbein reinbohren. Denn wir wollen ja die Rolle mit dem 3D-Druckadapter verbinden. So, und da kommt nämlich jetzt der coole Trick hinzu. Wir benutzen 3 der 4 Rollen, schauen, dass möglichst viel der Rolle überlappt mit dem Tischbein. Und wie ihr hier sehen könnt, sind 3 der 4 Löcher ausgeschnitten. Das vierte brauchen wir nicht. Hier könnten wir theoretisch jetzt, um ganz auf Nummer sicher zu gehen, direkt in das Tischbein bohren. Aber da das bei diesen Lacktischen nicht ganz so stabil ist, habe ich es hier einfach gelassen. Normalerweise sage ich immer, man muss Abstand halten zwischen Loch und Wand, damit man gut schrauben kann. Wir verwenden hier allerdings Schrauben mit Muttern. Und wir nutzen jetzt diese Wand aus, wie ihr hier an dem fertigen Adapter mit der Schraube sehen könnt, so, dass die Wand die Mutter hält. Das heißt, wir brauchen also nichts weiter zu machen. Die Wand hält die Mutter fest und wir können einfach dann von unten nachher die Schraube reinschrauben. Und zu guter Letzt gibt es hier noch ein paar Abrundungen. Ganz wichtig ist auch noch hier oben ein bisschen eine Faser reinzumachen. Dann bekommt ihr nämlich nachher einfacher hier das Tischbein rein.
Und so sieht das Ganze nachher aus. Wichtig ist auch, das Ganze wird gedruckt, genauso wie man es hier sieht. Das heißt, wir brauchen keine Supports. Wenn ihr etwas selber designt, versucht immer, möglichst ohne Supports auszukommen. Denn wenn ihr es schon selber designt, dann könnt ihr es auch so designen, dass es meistens passt. Das funktioniert in 95% der Fällen. Und hier ist es jetzt auch nicht wichtig, dass wir darauf achten müssen, wo die Layerlinien sind. Denn durch die Dicke der Wände haben wir da gar keine Probleme, dass es irgendwie abbrechen könnte. Ganz einfach, oder? Für die Schublade wird es sogar noch einfacher. Mit diesem System bekommt ihr eine Schublade, die nicht komplett rausgezogen werden kann und die beliebig anpassbar ist, was Größe und Form angeht, solange es auf eine Druckplatte passt. So habe ich die Schublade entworfen. Hier seht ihr es. Für die Schublade habe ich mir was ganz Einfaches überlegt. Und zwar möchte ich die Schublade natürlich wie eine Schublade benutzen, aber sie soll nicht rausfallen. Das heißt, hier ist Ende. Um das Ganze hinzukriegen, gibt es hier bei der Schublade einen Stopper. Und die Schublade selbst hat auch einen Stopper. Der Rest hier ist Freiraum, damit sich, wie eben gerade gezeigt, die Schublade bewegen kann. So, die Schublade selber ist mit einer einzigen Skizze gebaut, weil mehr brauchen wir in dem Fall nicht. Die Skizze sieht so aus. Sieht ein bisschen kompliziert aus, ist aber ganz einfach, weil das hier sind einfach alles nur Spiegelungen, damit wir eben nicht alles doppelt und dreifach machen müssen. Mache ich das immer sehr gerne, dass ich eine Hälfte baue, dann eine Konstruktionslinie hier durch die Mitte ziehe und den Rest dann einfach nach unten spiegele. Wie ihr hier seht, hier gibt es eigentlich nichts, was irgendwie wirklich der Rede wert wäre. Es ist wirklich eine ganz einfache Schublade. Die Ausleger sind ein bisschen nah dran. Die hätte ich vielleicht noch ein bisschen weiter rausziehen sollen. Das liegt allerdings auch ein bisschen daran, dass die Höhe dieser Schublade von dieser Ansicht aus 20 cm beträgt. Und das heißt, mit diesen Nuppeln hier dran bin ich schon fast bei der Maximalzahl der 25,6 cm, die ich beim X1C zur Verfügung hatte. Für den Druck gibt es jetzt hier zwei Möglichkeiten. Wir können einmal sagen, wir drucken es so, das ist auch das, was ich gemacht habe, und einfach hier mit ein paar Supports gearbeitet. Man hätte das Ganze hier jetzt noch mit einer Phase so ziehen können, dass wir, das lässt er mich nicht weiterziehen, aber komplett durchziehen, dann hätte man sich hier auch diese Supports sparen können, denn 45 Grad Winkel sind immer sehr schön zu drucken. Oder wir drehen das Ganze um, das geht auch, dann sieht das Ganze so aus. Allerdings haben wir dann hier einen sehr großen Bridge-Overhang. Bei 20 cm würde ich das nicht empfehlen. Wenn das jetzt eine kleine Schublade wäre, so was mit 8 cm Breite oder sowas, kann man das ruhig machen. Je nach Drucker natürlich auch und je nachdem, welches Material ihr verwendet, aber hier in dem Fall war es so rum einfach einfacher. Genau, und die Schublade ist auch komplett einfach zu drucken. Ich habe hier aus irgendeinem Grund einen kleinen Versatz drin. Da würde man jetzt einen Support reinbauen, muss man aber auch nicht. Man kann es auch, denke ich, komplett durchziehen. So ist der Vorteil, man hat ein bisschen weniger Reibung nachher in der Schublade selber. Und wie eben schon gezeigt, wenn ich jetzt hier versuche, das Ganze mal zu bewegen, dann würde es hier vorne stoppen. Und nach oben brauchen wir gar keinen Deckel, denn das wird ja an die Tischunterseite geschraubt und dann gibt es da auch gar kein Problem. Also Schublade-Design in diesem Fall sehr, sehr einfach. Das Einzige, worauf ihr achten müsst, diese Schublade kriegt ihr nach dem Anschrauben nicht wieder raus. Also da sollte man sich sicher sein, dass das passt. Bevor wir zum Zusammenbau kommen, möchte ich euch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen, PCBWay. Ihr kennt das, DIY-Projekte leben von maßgeschneiderten Teilen und genau da kommt PCBWay ins Spiel. PCBWay ist nicht nur der perfekte Partner für hochwertige, kostengünstige Platinen, sondern bietet auch CNC-Bearbeitungen und 3D-Druck an. Das bedeutet, ihr bekommt alles, was ihr für eure Projekte braucht, aus einer Hand und in höchster Qualität. Egal, ob ihr ein einfaches Design habt oder etwas Komplexeres plant, PCBWay unterstützt euch von der Prototypenphase bis hin zur Serienproduktion. Besucht PCBWay.com und überzeugt euch selbst von den vielseitigen Möglichkeiten und dem hervorragenden Service. Mit PCBWay wird jedes DIY-Projekt zum Erfolg. Aber jetzt zurück zum Lacktischumbau. Los geht's! Die Rollenadapter werden zunächst mit Schrauben an den einzelnen Rollen befestigt. Ich habe beim Design auf eine Fixierschraube verzichtet.
Ihr könnt hier aber auch gerne eine horizontale Schraube nehmen, um den Adapter zu fixieren. Wie schon eben gesagt, diese Rollen haben jetzt hier keine Schraube nebendran. Sonst könnte man die nämlich auch einfach hier mit einer Schraube befestigen. Aber da ich, wie gesagt, den Tisch häufiger auseinander und zusammengebaut habe in diesem Video, habe ich mich einfach für etwas Klebeband entschlossen. So, das geht nämlich auch ganz einfach. Man nimmt etwas doppelseitiges Klebeband, ungefähr so viel, dass es hier unten in diese Öffnung reinpasst. Wenn das ein bisschen übersteht, ist kein Problem, aber erstaunlicherweise besser kann man das nicht timen. Also ist wirklich auf jeder Seite 0 mm Platz. Und jetzt einfach dran machen und es hält genug, dass es einfach nicht abgehen sollte. Wenn es abgehen sollte, kann man natürlich auch noch mal ein bisschen an den Rändern oder an den Seiten auch noch ein bisschen Klebeband dran machen. Oder wie gesagt, einfach eine Schraube durch. So, das mache ich jetzt für die anderen vier Rollen auch. Und ihr seht das Ganze in einem Zeitraffer. So, und schon sind die Rollen alle dran. Das heißt, der Tisch, wenn man ihn jetzt umdreht, rollt. Super. So, jetzt müssen wir natürlich noch die Schublade dran schrauben. Die Schublade hat ja, wie ihr hier sehen könnt, oben keinen Deckel drauf. Das heißt, wir schrauben den so unten an den Tisch dran, dass er genau so weit abgeht, rausgeht. Aber er kann dadurch, dass er nicht nach oben weg kann, kann diese Schublade nicht rausfallen. So, das einzige Problem, was wir haben, ist, dieser Tisch ist ein Lacktisch. Und der Lacktisch von IKEA ist ungefähr so ein Millimeter Furnierholz, glaube ich. Und danach ist irgendeine Pappwabenstruktur drin. Das heißt, mit langen Schrauben kommt ihr hier nicht weit. Die sind einfach nur nachher in der Luft. Deswegen unterstütze ich die vier Schrauben, die wir hier an den Ecken reinschrauben werden, durch etwas doppelseitiges Klebeband. Durch was denn sonst? Das Ganze sieht dann so aus. Und wenn man das abzieht, zack, na komm, zack. So, um das Ganze jetzt schön möglichst parallel und auch mittig hinzukriegen, drehen wir den Tisch einmal um. Die Rollen sollten halten. Immerhin sind sie ja festgeklebt. Und hier kommt jetzt bei mir diese Schublade hin. 2000 years later. So, Lineal und einen Stift haben wir jetzt auch. Das heißt, unsere Schublade ist 24. Das heißt, 44,5 durch 2 sind 22. Also ungefähr hier ist die Mitte. Dann sehe ich, das sieht sehr gut aus. So, und jetzt kommt der große Moment. Wir haben nur einen Versuch, weil das klebt. Schublade ausrichten, andrücken. Sieht gut aus, also können wir es festschrauben. Vorausgesetzt, ich kriege das hier gerade so. Immer ein bisschen problematisch von diesen Schrauben. Am besten, wenn ihr sowas designt, macht den Ausleger ein bisschen größer, dann könnt ihr einfach auf Schraube 2. So, und ob das alles jetzt passt, das werden wir sehen, wenn wir das Ganze mal wieder umdrehen. Also hier hängt auf jeden Fall schon mal die Schublade. Die Frage ist nur, geht es jetzt auch auf? Und das werden wir gleich sehen. Und, großer Moment. Prima. Geht auf, geht zu und ist wirklich richtig fest. Doch, ganz fertig sind wir mit dem Tisch noch nicht. Er braucht natürlich noch einen tollen Namen und ein tolles Logo. Dafür habe ich mich an die KI gewendet, die nach einigen Vorschlägen den Namen Lack Service Elite ausgespuckt hat. Cool, dann bitte noch ein passendes Logo. Nein, 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 es geht noch besser, noch etwas anderes. Ja, weiter, weiter. Irgendwann kam dann das hier raus, welches ich mit UForge umgesetzt habe. Zu UForge wird es demnächst auch noch ein eigenes Video geben. Gedruckt auf dem Prusa MK3S mit dem MMU2S, da dies der einzige Drucker ist, den ich besitze, der 5 Farben drucken kann. Und hier haben wir das Ergebnis, richtig cool und mit etwas doppelseitigem Klebeband am Tisch festgeklebt. Und zwar genau mittig über der Schublade. Einen Moment, ihr seht es gleich. Und hier haben wir das gute Stück. Ein praktisches kleines Projekt, aber noch lange nicht fertig, denn jetzt seid ihr gefragt.
Welche Ideen habt ihr noch, um den Servicetisch noch weiter auszubauen? Was fehlt noch? Schreibt es mir in die Kommentare. Alle STLs für dieses Projekt sind wie üblich auf unserem Printables-Account zum kostenlosen Download verfügbar. Und wenn ihr Content wie diesen oder auch unsere anderen Videos mögt, dann gebt dem Video einen Daumen hoch und lasst ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.